Erste, was wir machen, ist wieder für meine Kunden den Aufbau sichtbar zu machen. Und das heißt, ich pick jetzt da wieder ein bisschen was ab, damit die sehen, aha, das ist der Aufbau. Zuerst kommt der Putz auf Grund, dann kommt der Grundputz und dann kommt also die Lehmfarbe. So, was muss man wissen? Also ich rühre es jetzt nicht mit euch an, es ist das gleiche Prinzip. Zuerst Wasser, dann das Pulver, dann verrühren und dann kann man malen. Das ist eine Farbe, die muss man immer frisch anrühren. Man muss sie auch eine Stunde lang sozusagen quellen lassen, bis sie so richtig sich vollgesogen hat, mit dem Ganzen sich vermischt hat. Und dann erst kann man es auftragen. Das habe ich schon vorbereitet und jetzt kann es auch schon losgehen. Was braucht man? Was braucht man noch? Also hier ist die Farbe. Und was braucht man noch? Wir brauchen einen Pinsel. Lehmfarbe wird mit einer Bürste, jetzt ich habe so ein Zwischending zwischen Pinsel und Bürste, aufgegeben.